Bernd Schulze-Brüning, Sie haben angekündigt, im Herbst als Vorsitzender des Reiterverbandes zurückzutreten. Das heißt, der K&K Cup 2012 ist das letzte Turnier hier in der Halle Münsterland, bei dem Sie das Sagen haben. Mit welchem Gefühl? Ja, mit einem sehr guten Gefühl, weil ich eine super Mannschaft mit mir habe. Und das Feld ist bestellt und dann gibt man das auch ganz gerne ab nach 33 Jahren. Sie sind 1981 Vorsitzender geworden. Damals war das alles noch ein bisschen anders hier in der Halle Münsterland. Ja, das kann man wohl sagen. Da war die Halle ja auch, die in den letzten Jahren ja sehr viel gebaut hat. Es waren ganz andere Bedingungen, es waren andere Starterfelder. Ich meine, wir hatten immer schon tolle Starterfelder, das hat sich auch bis heute nicht geändert. Wir hatten immer einen hohen Publikumsanspruch und der ist, sind wir, glaube ich, auch gerecht geworden. Aber es waren also kontinuierliche Verbesserungen durch die ganzen Hallen, durch viele andere Faktoren und ich glaube, das ist eine super Sache allmählich. Und dann kann man das gut an Junge, die auch schon nachgewachsen sind und sind ja keine jungen Leute, aber alle so um die 30, 40, die in den eigenen Vereinen Turniere machen, da haben wir einen super Stamm und deshalb möchte ich in dieser Zeit das gerne abgeben. Sie haben gesagt, dieses Turnier kostet rund 600.000 Euro. Ja. Die Hälfte wird durch Zuschauereinnahmen ungefähr. Die Hälfte wird durch Zuschauereinnahmen ungefähr eingebracht. Der Rest muss durch Sponsoren aufgebracht werden. Wie sieht es im Sponsorenbereich aus? Wir sind da sehr gut aufgestellt, dank natürlich auch der WN, aber auch dank wie da von K&K Cup als erster Stelle genannt, die Agravis, dann LVM, die schon jahrelang, wo wir auch über mehrjährige Verträge verfügen. Es geht immer nicht einen Jahresvertrag, wir machen fast immer drei Jahresverträge. Deshalb sind wir immer auf der sicheren Seite. Aber alle sind begeistert und diese Begeisterung, die wir denen entgegenbringen und auch den Reitern entgegenbringen, haben wir also auch bei unseren Sponsoren. Sie kennen die Halle nicht nur als Macher des Turniers, sondern auch als aktiver Reiter. Sie waren selbst mehrmals am Start, sind mal Zweiter im Großen Preis gewesen. Wann war das? 1973 hinter Gerd Wildfang. Da waren also, weiß ich noch ganz genau, 23 Pferde im Stechen. Und ich war dritter Starter und war dann sehr schnell Führte. Und dann kam Hartwig Steenken und der überschlug sich damals noch hier in der Halle, hat einen offenen Beinbruch. Dann war das Springen lange unterbrochen und ich denke, oh, jetzt hast du das Springen wohl gewonnen. Und dann ritten alle ziemlich langsam und bedächtig und dann kam Gerd Wildfang als letzter Starter, kam mir entgegen, dieses ging doch noch ein bisschen schneller. Und das weiß ich also noch genau. Sie haben jetzt 4 Tage Turnier noch vor sich. Was wünschen Sie sich für das Turnier 2012? Genau, dass sowas nicht passiert. Ja, dass erstrangig ist die Zufriedenheit der Reiter, dass nichts passiert, dass also keine irgendwelche Sachen an Pferden oder Reitern, an Gesundheit oder beim Publikum. Es soll eine ruhige, schöne, harmonische Veranstaltung sein. Wir haben da also beste Bedingungen hier jetzt für die Halle und ich glaube, es wird auch schön. Und im kommenden Jahr werden Sie Anfang Januar zu Hause vor dem Kamin sitzen, die Beine hochlegen oder ist das falsch? Wenn es mir gut geht, stehe ich an derselben Stelle und werde die jungen Leute mit dem Zeigefinger noch ein bisschen dirigieren. Also das glaube ich, dass das alle von mir wünschen. Ich ziehe mich auch nicht ganz zurück. Ich habe gesagt, ich will sie weiter beraten, weil ich viele Verbindungen in den Jahren oder in den 30 Jahren aufgebaut habe. Die möchten wir auch alle vom Verband nicht aufgeben. Ich habe ja gesagt, es ist ein gutes Feld und das ist also meine Marge, dass ich nächstes Jahr wahrscheinlich um diese Zeit wieder an der Eingang stehe und auch nochmal sage, du, das hätte ich so gemacht und das hätte ich so. Und ich glaube, das nehmen auch alle gerne an. So, und jetzt fragen wir nochmal den Fachmann. Wer gewinnt am Sonntag den großen Preis? Jane Meyer. Danke.